kommt, da hat er so viel Überschuss und ist vor, bei der Bremszone schon vorne. Happy with that, Lewis. Let's get after it, mate. Ja, weiter so. Und wenn er dann tatsächlich den zweiten Platz noch herausfahren würde und die schnellste Runde nicht an Verstappen geht, dann hat Hamilton weiterhin die WM-Führung. Aber warten wir es mal ab. Hier nochmal die Gewinnverlustrechnung. Sainz natürlich der große Gewinner mit 6 Rennen, ebenso zu, wenn er auf 20 gestartet hat. Norris meldet Vibrationen, er sagt nicht, woher, kann nicht spüren, woher es kommt. Könnte natürlich die Reifen sein, kann aber auch was anderes sein. Von den Bremsen zum Beispiel. Aber Leclerc macht sich jetzt bemerkbar. Er könnte natürlich schneller fahren, denke ich.